Auf dem Alexanderplatz findet gerade das 9. vegane Sommerfest statt. Nach Angaben der Organisatoren ist es die europaweit größte Veranstaltung dieser Art. Mehr als 90 Aussteller zeigen ihre Produkte und ihre Arbeit. Das Sommerfest soll neugierig machen auf eine vegane Lebensweise. Die Händler bieten verschiedene Speisen an, die ganz ohne tierische Zutaten gegart wurden. Dazu gibt es Musik, Kochshows und Vorträge. Heute zeigten vegane Gewichtheber und Bodybuilder, dass pflanzliche Ernährung durchaus ordentlich Kraft geben kann. Vegan ist auch die Mode, die ohne Wolle, Fell oder Leder hergestellt wird. Die Veranstalter meinen, dass Veganer nicht nur Tiere schützen, sondern auch insgesamt die Umwelt schonen. Letztes Jahr waren 55.000 Besucher gekommen. Dieses Jahr sollen es noch mehr werden. Ja, ich begrüße jetzt Mari Klosterhalfen, er ist Mitorganisator und Geschäftsführer der Albert-Schweitzer-Stiftung für unsere Mitwelt. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, das Sommerfest bereits zum 9. Mal. Es wird immer voller, wir haben es gerade gesehen. Werden jetzt alle Veganer? Ganz so weit sind wir noch nicht, aber wenn man mal zurückschaut, das erste Sommerfest, da waren wir ganze 300 Besucher und dieses Jahr wären es so um die 60.000, also das ist eine ganz tolle Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben und wir denken, das wird auch so weitergehen. Und bis alle Veganer werden, haben wir, glaube ich, noch ein paar Jährchen vor uns. Jetzt müssen wir mal fragen, geht es Ihnen hauptsächlich darum, den Leuten zu sagen, hey, esst kein Fleisch, fleischlos ist besser, ist gesünder, wie auch immer? Oder geht es Ihnen auch darum zu sagen, also wer Fleisch essen will, sollte sich zumindest darum einsetzen, dass die Tiere artgerecht gehalten werden? Also beim Sommerfest ist ganz klar die Botschaft, es geht auch pflanzlich wunderbar und das muss natürlich nicht von heute auf morgen auf 100% gesteigert werden. Also wir möchten zeigen, was man alles ausprobieren kann. Die Menschen, die Besucher können sich durchfuttern durch die verschiedenen Stände und einfach mal ein paar Erfahrungen sammeln. Und durchaus zieht der ein oder andere dann auch die Konsequenz zu sagen, Mensch, ich kann auch ein bisschen weniger Fleisch essen, das tut mir nicht schlecht. Und der nächste entscheidet sich vielleicht ganz dafür, das durchzuziehen. Und auf der anderen Seite, wir als Stiftung setzen uns auch für den Tierschutz ein, also vor allen Dingen gegen die Massentierhaltung. Beispiel Käfighaltung von Legehennen und so weiter, da sind wir auch sehr aktiv. Bleiben wir gleich mal bei dem Beispiel von Ihnen, Sachen Käfighaltung. Da ist ja doch schon eine Menge passiert. 2025 soll der Ausstieg in Deutschland praktiziert sein. Dann ist ja sozusagen so eine Kampagne obsolet, oder? Genau, das ist auch immer das Ziel, wenn wir eine Kampagne starten. Wir möchten quasi arbeitslos werden in dem Bereich, in dem wir es angehen. Und bei den Legebatterien ist uns das wirklich gut gelungen. Wir haben vor mehreren Jahren die deutschen Supermarktketten überzeugt, keine Käfigeier mehr zu verkaufen. Auch bei den Ei-Produkten, also in Keksen, Kuchen, werden es immer weniger. Und oft werden auch pflanzliche Alternativen zum Beispiel eingesetzt. Also bei Supermärkten waren Sie erfolgreich. Wie sieht zum Beispiel Zusammenarbeit aus mit Lebensmittelkonzernen? Ja, also es gibt große Unternehmen, die global tätig sind, Nestle, Unilever und so weiter. Mit denen führen wir auch Gespräche. Und eins nach dem anderen geht inzwischen dazu über, zu sagen, wir machen global den Ausstieg. Also nicht nur in Europa und Amerika, wo der Verbrauch schon relativ weit ist, sondern es geht auch in Asien zum Beispiel so weiter. Also es ist schon eine schöne Entwicklung. Artgerechte Haltung ist wirklich auch immer ein Stichwort, dass also Tiere nicht gefercht werden, dass Tiere auch artgerecht leben in Ställen. Was kann denn zum Beispiel der einzelne Berliner Brandenburger dafür tun? Also beim privaten Konsum empfehlen wir vor allen Dingen, auf die Reduktion zu achten. Also dass man einfach mal ganz bewusst schaut, wo sind die pflanzlichen Alternativen, wo liegen die im Supermarkt, welche Produkte schmecken mir am besten, was ist, wenn ich unterwegs bin, gibt es da auch eine Alternative? Da einfach mal sich ein bisschen durchzuprobieren und den Speiseplan Schritt für Schritt umzustellen. Wenn man aber aufs Fleisch partout nicht verzichten will, also ab und zu mal was essen möchte, worauf sollte man dann da achten? Dann sollte man schon möglichst ein gutes Bild sich davon machen, wo es herkommt. Es gibt teure Alternativen, wo die Tierschutzstandards natürlich ein bisschen besser sind. Das ist schon mal ein guter Schritt. Wir gehen das vor allen Dingen auch auf Unternehmensebene an, also sprechen mit den Supermarktketten darüber, dass die Tierschutzstandards in der Breite erhöht werden für alle Konsumenten. Das läuft auch sehr, sehr gut. Und ja, sonst ist es so ein Mix. Also weniger und besser kann man durchaus mal machen. Gut. Danke, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne. Danke.